Pinguine Kaiser, Pinguine Königs, Pinguine World liefer an ehemals Tiere selten sie seltsam kennt sie Otter de seltsam kennt sie der Königspinguin, Aptenolites Patagonicus, ist nach dem Kaiserpinguin, Aptenolites forsteri, die zweitgrößte Art der Pinguine, Sphenicidae, und wird zusammen mit dem Kaiserpinguin zu der Gattung der Großpinguine, Aptenolites, gezählt. Es werden derzeit für den Königspinguin zwei Unterarten unterschieden. Von der JUCN wird der Königspinguin derzeit als ungefährdet, Least Concern, eingestuft 1 Inhaltsverzeichnis verbergen 1 Erscheinungsbild 2 Stämme 3 Verbreitung 4 Bestand 5 Nahrung und Nahrungserwerb 6 Fortpflanzung 7 Forschung 8 Literatur 9 Weblinks 10 Einzelnachweise Erscheinungsbild bearbeiten. Ein ausgewachsener Königspinguin erreicht eine Körperlänge zwischen 85 und 95 cm und wiegt zwischen 10 und 16 kg. Ein auffälliger Sexualdimorphismus besteht nicht, Weibchen sind aber tendenziell etwas kleiner und leichter. 2. Aufgrund der Körpergröße besteht eine Verwechslungsmöglichkeit nur mit dem Kaiserpinguin. Bei dieser Art sind die gelb-orangen Gefiederpartien jedoch weniger leuchtend und nicht so deutlich klar eingegrenzt wie beim Königspinguin. Der Unterschnabel ist beim Kaiserpinguin außerdem rötlicher. Adulte Königspinguine haben einen schwarzen Kopf, eine schwarze Kehle und Kinn. Frisch gemausertes Gefieder glänzt grünlich. Auffallend sind bei Adulten die leuchtend gelb-orangen Flecken an den hinteren Kopfseiten. Sie setzen sich als dünne Linie um den Hals bis zur Vorderbrust fort. Die Körperoberseite ist vom Nacken bis zum Schwanz silbrig-graublau. Abgenutztes Gefieder kurz vor der Mauser wird matter und bräunlicher. Ein schwarzer, maximal 1 cm breiter schwarzer Streifen verläuft von der Kehle bis in Höhe der Flossen. Die Vorderbrust ist gelb-orange und hält in Richtung der weißen Unterbrust auf. Die übrige Körperunterseite ist weiß. Die Flossen sind auf der Unterseite weiß mit einer schwarzen Spitze. Der Schnabel ist zwischen 11,4 und 13,7 cm, drei lang und sehr schmal. Der Oberschnabel ist schwärzlich, der Unterschnabel ist bei den meisten Individuen auf 2/3 der Länge auffällig orange. Die Füße und Beine sind dunkelschwarzgrau. Die Iris ist braun. Noch nicht geschlechtsreife Königspinguine ähneln den Adulten, bei ihnen sind die gelb-orangen Federpartien jedoch weniger leuchtend, die Kehle ist noch grau-weiß und die Federn auf dem Oberkopf haben graue Enden. Sie mausern in das Federkleid der adulten Vögel am Beginn ihres dritten Lebensjahres. Küken sind anfangs mit graubraunen Dunen befiedert. Sie mausern dann in ein dichtes, braunes Federkleid, das sie bis zu ihrem 10. bis 12. Lebensmonat tragen. Ihr Schnabel ist schwarz. Stimme bearbeiten. Königspinguine können sich an ihren Rufen gegenseitig erkennen. Der Kontaktruf ist einsilbig und währt 0,4 bis 0,8 Sekunden. Er ist häufig von Vögeln zu hören, die gerade an Land gegangen sind. Typischerweise weisen rufende Königspinguine mit dem Schnabel nach oben. Laut Äußerungen des Königspinguins, die bei der Balz eine Rolle spielen, sind mehrsilbig. Grundsätzlich lassen sich zwei Rufe unterscheiden, die vor allem in der Ruflänge unterschiedlich sind. Die kurzen Rufe sind vor allem im Zeitraum der Paarbildung zu hören und werden meist von einem noch nicht verpaarten Königspinguin gerufen. Die langen Rufe sind vor allem gegen Ende der Balzzeit zu hören, wenn die Paarbindungen bereits bestehen. Sie dienen dazu, den Partnervogel innerhalb der Kolonie wiederzufinden. 4 Drohrufe sind sehr kurz und abgehackt. Sie werden in der Regel geäußert, bevor ein Vogel nach dem anderen hackt. Die Rufe der Küken haben eine Dauer von weniger als eine halbe Sekunde. Nur die jeweiligen Elternvögel reagieren auf sie. In den Kolonien finden Küken und Elternvögel durch diese Kontaktrufe zueinander. Verbreitung bearbeiten Lebensräume der Königspinguine. Große Kolonie, rund 60.000 Brutpaare von Königspinguinen in Südgeorgien. Eine Königspinguinruppe kehrt an Land zurück. Westfalkland. Der Königspinguin existiert in zwei Unterarten, Aptenolites patagonicus patagonicus und Aptenolites patagonicus halli. Auf der nebenstehenden Karte entsprechen die rot markierten Bereiche den Lebensräumen der Subart Patagonicus, die gelben Zonen denen der Subspezie Halli.
Grün markiert die Aufzuchtsgebiete. Grundsätzlich leben Königspinguine in treibeisfreien Gewässern. Alle Brutkolonien liegen nördlich der normalen Treibeisgrenze. Der Königspinguin brütet auf subantarktischen Inseln zwischen dem 45 und 55 Grad S5. Brutkolonien befinden sich zum Beispiel auf Südgeorgien, auf der Macquarie-Insel und der Heard-Insel, den Kerguelen, den Prinz-Edward-Inseln und den französischen Crozet-Inseln. Kleine Bestände finden sich auch auf den Falklandinseln, wo sie gewöhnlich in der Nähe von Eselspinguinen brüten. 6 In Patagonien kamen sie, ungeachtet ihres wissenschaftlichen Namens, lange Zeit nicht mehr vor, gelegentlich finden sich jedoch während der Mauser erwachsene Tiere, auf der Isla de los Estados ein. Eine kleine Kolonie von etwa 40 Königspinguinen siedelt sich wahrscheinlich gerade an der Magellanstraße, auf Feuerland wieder an. Der Status dieser Kolonie ist jedoch derzeit nicht bekannt. Brutkolonien finden sich in der Regel an sanft geneigten Küstenabschnitten. Der jeweilige Standort ist häufig geschützt und sonnenexponiert. Die meisten Kolonien finden sich in der Nähe des Strandes, auf den Crozet-Inseln befindet sich jedoch eine Brutkolonie 1,3 Kilometer vom Strand entfernt im Binnenland 7. Das Verbreitungsgebiet außerhalb der Brutzeit ist bislang nur ungenau bekannt. Sie halten sich dann vermutlich in subantarktischen und antarktischen Gewässern auf. Irrgäste erreichen die antarktische Halbinsel, Antarktika sowie Südafrika, Australien und Neuseeland. 8 Bestand bearbeiten. Der Bestand in der Subantarktis wurde 2004 auf rund 3 Millionen Königspinguine geschätzt. Der Bestand gilt mittlerweile als stabil. Die Bestände haben in den letzten Jahren in allen Brutkolonien zugenommen, nachdem es während des 19. und 20. Jahrhunderts aufgrund der Seehundjagd und dem Abschlachten der erwachsenen Tiere zur Ölgewinnung aus der reichen Fettschicht zu deutlichen Bestandsrückgängen kam. Auf den Falklandinseln wurde die Art 1870 sogar zeitweilig ausgelöscht. 9 Heute brüten dort wieder bis zu 200 Brutpaare. 10 Vermutlich auch auf der Heard erloschen die Brutbestände vollständig. Die Insel wurde etwa um das Jahr 1963 von Königspinguinen wieder besiedelt und hat in den Jahren danach wieder große Populationszahlen erreicht. Eine Brutkolonie auf dieser Insel zählte 1963 6 Brutpaare. 1988 wurden hier wieder 6256 Brutpaare gezählt. Auf der Macquarie-Insel nahm die Zahl der in einer Brutkolonie gezählten Küken zwischen 1930 und 1980 sogar um das 78-fache zu. 11 Königspinguine gelten derzeit als nicht gefährdet, allerdings besteht in Südgeorgien die Möglichkeit, dass sich die dortige Fischerei ungünstig auf das verfügbare Nahrungsangebot auswirken könnte. Königspinguine werden in zahlreichen großen zoologischen Gärten gezeigt. Zu den europäischen Zoos, die Königspinguine halten, gehören unter anderem die in München, Berlin, Wuppertal, Basel, Zürich, Wien, Antwerpen, Brest und Edinburgh. Nahrung und Nahrungserwerbe arbeiten. Königspinguine sind wie alle anderen Pinguine flugunfähig. Ihre Flügel sind zu schmalen, aber kräftigen Flossen umgestaltet und an ein Leben im Meer angepasst. Königspinguine können Tauchtiefen über 300 Meter erreichen und mehrere Minuten unter Wasser bleiben. Die Energieleistung von 150 Tauchgängen pro Tag, mehr als die Hälfte in Tiefen von über 50 Metern, ist bemerkenswert. Der Sauerstoffnachschub unter Wasser wird durch Myoglobin, ein dem Hämoglobin verwandtes Muskelprotein, gewährleistet. Grundsätzlich tauchen Königspinguine während des Tages tiefer, während der Nacht halten sie sich in Gewässerregionen von unter 30 Meter Tiefe auf. Tauchgänge dauern im Durchschnitt 5,5 Minuten. 12 Königspinguine ernähren sich von kleinen Fischen, Krill- und Tintenfischen. Pro Jagd können sie bis zu 20 Kilogramm Meerestiere fressen.